Na, dafür brauchen wir den Eingang hier, um hier das Ganze voranzutreiben. So, da war hier, genau. So. Repeater haben wir dabei. Nee, das ist doof. Ja, machen wir Erde. Da, da, dam, dam. Und nochmal ausprobieren. Ja, jetzt geht's. Oh, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das ist doof. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Das machen wir so. Wir graben uns dadurch den Teil durch. Ja. Das kann man nach oben legen, das kann man da reinlegen. Dann kann man da eine Fackel hinsetzen. Und dann müsste hier eigentlich auch nur das hin. Ach ne, Moment. Das brauchen wir glaube ich auch. Dann muss das anders. Ja, das ist jetzt doof. Das ist wieder mal doof. Das ist richtig doof. Scheiße. Gut, dann müssen wir... Da ist die und... Zack. Zack. Das kommt weg. Das kommt so. Das hoch, das runter, das ist gut, dann ist wunderbar. So. Dann geht die Straße natürlich jetzt hier lang. So, wir brauchen natürlich dafür eigentlich erstmal nur ein Gang. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann müssen wir wissen, wo die Lampen hinkommen. Anders geht das nicht. Wir müssen also wissen, wo die Lampen hinkommen, damit wir wissen, wie der ganze Weg dann auszusehen hat. So, nee, hier ging es nicht raus. Da ging es auch nicht raus. Das machen wir wieder zu hier. Das machen wir auch zu. Ah, hier geht's raus. So. Ja. Kurz überlegen. Gut, ich bin jetzt gerade überlegen, wenn hier die Straße lang kommt, muss das Haus natürlich auf der Ecke enden. Sonst hat es ja keinen Sinn. Also werden wir mal hier so ein Haus hinsetzen. Wie habe ich mir das jetzt vorgestellt? Muss ich kurz überlegen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie habe ich mir das Haus vorgestellt? Das ist ein Redstone-Haus, es hat also nicht viel
breiter. 1, 2, 3, 4, 5. Also viel Substanz hat das Haus nicht. Wahrscheinlich hat es trotzdem mehr Substanz als die meisten anderen Häuser, die ich auch noch so baue. Ja. Ich würde sagen, das hier mache ich jetzt als Eckhaus oder mache ich es nicht als Eckhaus? Nee, ich mache es nicht als Eckhaus. Ich mache ein Haus hier hin. Kann hier, muss hier noch ein bisschen breiter werden. Aber auch nicht allzu groß. Mit ein bisschen Garten dran. Also wir haben jetzt hier den Hauptweg. Aber das heißt ja nicht, dass dieser Hauptweg nicht noch einen Grünstreifen haben kann. Vielleicht auch ein bisschen größer, der Grünstreifen. Das heißt, das Haus steht ein bisschen weiter hinten drin. So. Würde ich sagen, das hier ist an der falschen Stelle. Klar, das Haus muss nicht an der Ecke stehen. Wir wollen es ja nicht zu dicht gedrängt machen. Ein bisschen Grün dazwischen kann ruhig sein. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommen wir mal dahin hin. Ist schon sehr breit eigentlich. Was jetzt erstmal nichts Schlechtes ist, aber wir wollen es nicht zu groß machen. Also mehr als 6 tief wird das Ganze jetzt definitiv nicht. Ein ganzes Haus, wo bemerkt. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, da kommt der nächste Balken hin. Dementsprechend kommt da auch ein Balken hin. Aber ich würde sagen, was haben wir da? Auch 6, 6. Aber das ist 6 außen. 6 mit Außenwand 6. Ha. Das heißt, es wäre da. Nee, ich möchte hier eine Tür haben. Muss ein bisschen ungerade bleiben. 5, 7. Wäre ein bisschen breiter als da. Das ist ungefähr die Größe. Ja, doch, mit der Größe kann ich leben. Doch, das ist in Ordnung mit 6 tief. Das ist 6 tief, 6 innen tief plus 2 außen. Ja, hat ungefähr die Größe von dem Gebäude. Ja, damit kann ich leben. Das ist in Ordnung noch. Meinen alten Stil kennt man ja hier einfach. Das ändert sich zurzeit erstmal nicht. Weil wirklich Fachwerk kann man hier nicht bauen. Aber man kann es ein bisschen andeuten. Zumindest nicht so klein Fachwerk bauen. Man kann es halt nur ein bisschen andeuten, mehr ist es ja auch nicht. So klar, eigentlich ist es egal, ob ich hier Erde oder drin habe. Aber wir legen das Ganze hier mit Holz aus. Wir können jetzt auch dieses Mal direkt, egal welches Holz nehmen, das spielt ja keine Rolle, weil wir eigentlich hier gar nicht drin wohnen werden. Weil mehr als Redstone wird hier drin nicht verbucht sein. Es wird keine Inneneinrichtung geben. Wir werden auch eine Eisentür vorne hinsetzen. Man muss diese Häuser ja gar nicht, doch in die Eisentür geht nicht. Holztür müssen wir schon nehmen wegen den Dorfbewohnern. Ich wollte gerade sagen, die Häuser müssen ja gar nicht erst aufgehen. Ah, doch, möchte ich schon. So, was ist das, 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 das? Ah, so, zack, 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 zack. Also das ganze übliche Stil, den ich so habe. So. Aber dieses Mal mit kleinen Fenstern. Weil alles andere hat ja eigentlich auch keinen Sinn. Ich habe keinen Stein mehr. So, das heißt, wir haben hier irgendwo dann später unseren Redstone-Anschluss. Wäre schön, könnte ich in einer anderen Farbe machen. Kann ich aber gerade nicht. Straße, das heißt,
Das müsste die Tiefe sein. Sag ich doch. Ja, und weil das Haus halt so schön steht gerade, machen wir auch noch einen Kellereingang. Ich würde sagen, dann machen wir hier noch den Kellereingang. Das passt dann auch. Dann heißt es, hier machen wir nochmal so einen Gang durch. Kloppen hier die Mittelwand noch raus. Und dann wissen wir, hier geht's hoch in der Mitte irgendwo. Halt, wo bin ich jetzt? Da. Da. Mittig geht's hoch, da muss ich hier gleich noch... Also ein bisschen was will ich da hier schon optisch auch schon getan haben. So, da müssen wir uns Leiter noch besorgen und eine Falltür. Das müsste eigentlich alles im... an einem Haus sein. So, was wissen wir jetzt noch? Wir wissen, dass wir ab hier... Redstone haben müssen. So, wir wissen, dass wir hier eine Redstone-Fackel haben und Fackel aus. Das heißt, wir machen da auch eine hin und geben das Signal so einfach hoch. Und gleich müsst ihr das Ganze hier angehen, wie ich richtig gesehen habe. Ich hoffe es zumindest. Also zumindest dunkel draußen. Ja, es muss also gleich angehen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ah, es ist angegangen, das ist schön. Redstone-Fackel ist an, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch oben beleuchten. Jetzt muss ich natürlich erst einmal wieder den langen Weg zurückgehen, um dort an die Oberfläche zu kommen. Weil hier haben wir ja alles zugemacht, genau. Da ist die Werkbank, das heißt, an der Werkbank links ab. Und dann kommen wir auch schon wieder nach oben. Gut, dann machen wir vorsichtshalber noch da eine Fackel hin, damit das da keine Monster drin spawnen, wenn es mal soweit ist. Achso, wir brauchen Leitern. Ups. So. Nein, aber da ist die Falltür drin, die wir noch brauchen. Das ist gut. Die Glasscheiben kommen auch mit. Stein kommt auch mit. So. So, hier machen wir schon mal das hin. Das ist die große Frage natürlich. Redstone. Reicht das eigentlich? Wenn man es so macht. Wir haben jetzt das Ganze so. So. Alles an. Gut ist. Eigentlich müsste ich... Wieso ruckelt das Ganze jetzt auf einmal so? Optionen. Super Secret, Twitch, nein. Grafikeinstellungen. Sicht... Ach, steht schon wieder so weit. So. 18 plus Farm müsste gut genug sein. So. Ja. Eigentlich ist das Ding an der falschen Stelle. So, da kann man eigentlich noch so machen und so. Ja. Kommt auch der da drauf. So, dann hat man jetzt Beleuchtung hier zumindest drin. Zack, 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 zack und zack. Damit ist das Ganze beleuchtet. Man sieht auch, okay, man kann reingucken. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Man kann reingucken.
bin ja halt überlegen, ob ich diese Redstone statt auch den Lampen da drin setze. Das passt natürlich dann wieder zu den Häusern nicht, wo man durchgucken kann. Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich kann ja mal zwei verschiedene Gebäude fertig machen. Eins mit internen Lampen und eins, wo die Lampen die Fensterscheiben darstellen. Muss man sich dann mal anschauen. Natürlich muss ich natürlich auch die Fläche haben, ansonsten geht das weniger. Deshalb machen wir hier mal kurz alles zu. Mehr oder weniger. Oh ne, ein bisschen was habe ich noch. Das ist gut. Zack, zack, zack. Das ist schön. So, die Straße geht hier weiter. Man möchte natürlich auch nicht zu dicht aufeinander wohnen. Ne? Nase juckt, Moment. So. Ja, Holz. Jetzt verabschiedet sich gerade. Nee, wollte gerade sagen, jetzt verabschiedet sich gerade Minecraft. Aber. Hat's doch nicht getan. Gut. Gut, so langsam gibt mir die Erde aus. So, da kommt die Erde wieder weg und so, wie möchte ich jetzt das nächste Gebäude bauen? Das ist eigentlich auch recht simpel. Das ist jetzt ein recht großes Haus. Der nächste Nachbar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meter von entfernt. Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Schnitt. Das ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich mach den mal 7 entfernt. So, der hat aber nur 1, 2, 3. 1, 2, 3 tief. Größer ist das Haus nicht. An der Stelle. Dafür hat er nach hinten raus ein bisschen was. Das heißt, hier muss ich erstmal wieder ein bisschen Terraforming betreiben. Ja. Man sieht auch schon, wir kommen relativ schnell doch der Hafenstadt entgegen. So, dafür hat er da und da einen Balken. Also. Jetzt sieht man auch gleich, wieso, weshalb, warum ich einfach nur eine Redstone-Stadt mache, weil ich einfach nur die Häuser setzen will und nicht den anderen Kram. Ich glaube, wir haben Balken hier gelassen, ne? Ja. Ja, das sieht schon ganz schlecht aus, wo es von innen her leuchtet. So. Klar könnte man diesen Balken jetzt weglassen. Mache ich es da hin? Ich glaube, ja. Da kommt einer hin und da kommt einer. Und da kommt einer hin. Obwohl, das Pass sieht eigentlich schlecht aus. Das sieht, glaube ich, besser aus, wenn man es da macht. So. Zack. Zack. Das ist jetzt wirklich rein Optik, wenn man sich das überlegt. Mehr ist das nicht. Wirklich drin wohnen kann keiner, aber ganz ehrlich, das habe ich mir irgendwann mal überlegt. Wozu brauche ich Häuser, wo man drin wohnen kann, wenn sowieso keiner drin wohnt. Und Dorfbewohner zählen nur Türen. Die stehen auch auf dem Druckplatte rum, wenn sie den ganzen Tag gerne rumstehen wollen. Also. So. Das ist so gesehen jetzt das Haus. Von außen muss man sich überlegen. Diese Wand ist 3 Meter breit. Lass es mal so einen halben Meter Wand sein, plus minus. Also so ein Stein ist 30 breit. Das sind 60, also 2,40 Meter Innenraum hätte man zur Verfügung. Man kann locker ein Bett rein eigentlich reinstellen. Eigentlich. Nur 2,40 Meter, da hat man schon so einiges am Platz. Bei 3 Meter Außenwandmaße. Hier ist, guckt man jetzt, man hat nur 1 Meter. Ist nicht viel. Aber auch hier
Da kommt ein Erdblock hin, da kommt ein Steinblock hin. So. Ja, mittig. Oh, hab Mist gebaut, sehe ich gerade. Bin ich um einen vertan? Ach, eigentlich nicht. Wieso eigentlich? Nö. Kann ich auch da einen breiter machen? Nee, lass ich so. Ich lass das so, das ist so in Ordnung. Zack, zack, zack. Zack. Machen wir da die Türen. Ne, Glasscheiben brauche ich jetzt in diesem Fall nicht. Dafür brauche ich Redstone-Lampen. Da fehlt noch das, das. So, dafür haben wir jetzt diese Fensterscheiben.